Hallo und herzlich willkommen zum FRM Regionalmagazin. Sie sehen mich hier auf der Malta im Boot sitzen. Da kommt dann noch gleich Marlene Kardner von der Weißeritztal Erlebnis GmbH dazu, denn die Malta ist wieder gefüllt. Geschafft hat das der Starkregen vom 18. August. Ja, alles hat zwei Seiten. Für viele Dipser war dieser Sonntag alles andere als schön. Es gab und gibt viele Schäden, die der Starkregen hinterlassen hat. Wir waren einen Tag später auf Spurensuche. Montag, 19. August, 10 Uhr, Dippoldiswalde Feuerwehrdepot. Lagebesprechung zu den Ereignissen vom Sonntag. Heftige Unwetter wüteten über Dips und richteten große Schäden an. Die Hilfskräfte waren pausenlos im Einsatz. Circa 107 Liter Niederschlag auf den Quadratmeter kamen innerhalb 24 Stunden vom Himmel runter. Zum Vergleich, in Altenberg wurden nur 36,1 Liter gemessen. Jetzt heißt es, Schäden aufnehmen, die Bürger informieren und die Hilfe koordinieren. Dann geht es hinaus, um vor Ort die Schäden in den Griff zu bekommen. Ja, wir sind jetzt hier gerade an der Rabenauer Straße, Einlass zum Floraweg. Und Sie sehen, dass es hier massive Schäden gibt. Zum einen ist hier ein Eintritt noch im Keller. Sie sehen, dass das Eingangstor noch zur Hälfte mit Wasser befüllt ist. Das wird jetzt gerade ausgepumpt durch CRW. Und der Floraweg, dort müssen wir schauen, dass wir so schnell als möglich den Schlamm abtransportiert bekommen. Denn wenn der einmal getrocknet ist, ist der hart wie Beton. Aber so sieht es halt an vielen Stellen im Stadtgebiet aus. Wir sind gerade auf der Schadensaufnahme und werden nach 13 Uhr festlegen, was zuerst gemacht werden muss, sodass die Infrastruktur, die Wege und die Bachläufe zumindest funktionstüchtig sind. Denn wir wissen auch nie, wie es die nächsten Tage aussieht, ob hier nochmal ein Wetterguss kommt und ob der uns nochmal trifft. Also Vorsorge ist jetzt das A und O und natürlich die Schadensbeseitigung. Feuerwehr und THW rückten insgesamt zu 60 Einsätzen aus. Hier in Seifersdorf auf der Bergstraße musste ein Haus evakuiert werden. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar. Es laufen Messungen zur Statik. Durch die starken Niederschläge, die es gestern Abend in den Abendstunden dann gab, ist der Dorfbach, der teilweise wirklich unterirdisch hier verlegt wurde, dann über die Ufer getreten, hat hier einen Kanal aufgesprengt und hat dann zur Instabilität geführt. Und wir als THW prüfen jetzt, ist das Haus, also bewegt sich, ist es stabil, das sieht bisher alles gut aus. Wir haben hier Gutachter mit vor Ort gehabt und Statiker und die Baufirmen sind jetzt schon dabei, das wieder hier zu korrigieren. Es war vermutlich in den 70er Jahren gebaut worden und jetzt gilt es daran, das zu untersuchen, ist hier noch mehr betroffen und wie können sich auch die nächsten Hochwasserereignisse oder beziehungsweise Starkregenereignisse hier auswirken. Wir sind der ESS-Trupp vom THW. Wir kommen jetzt aus Leipzig, wir lösen gerade hier Bautzen mit ab und überwachen mit unserer Messtechnik das Gebäude auf Bewegungen des Mauerwerks im 10-Millimeter-Bereich. Um, wenn es kritisch wird, dann Bescheid zu geben, ob das Gebäude einstürzen könnte oder stabil steht. Begonnen hat der Einsatz für Bautzen, für unsere Kameraden aus Bautzen gestern um 21 Uhr. Wir sind jetzt seit um 6 früh hier und wir sind so lange hier, solange die Bauarbeiten auch unsicher sind. Das kann ein, zwei Tage dauern. Viele Bürger fragen sich auch, konnte man dieses Ereignis nicht besser vorhersagen, um vielleicht Vorkehrungen zu treffen, Sandsäcke zu füllen oder Ähnliches? Der Regen, der gestern gefallen ist, das ist etwa ein 50-jähriger Regen gewesen. Also so ein Ereignis tritt alle 30 bis 50 Jahre auf. Naja, das ist nicht so diese typische B5-Wetterlage, die man so kennt, sondern es waren einzelne Unwetter fast sachsenweit wirklich gemeldet. Und das ist so lokal dann runtergekommen und ging dann auch so schnell, dass da kaum eine Zeit war für eine rechtzeitige Warnung. Also die Kräfte von Feuerwehr und THW waren wirklich schnell vor Ort. Auch die Bürger haben sich selber geholfen, aber tatsächlich, das ist die Natur, das lässt sich so schnell tatsächlich nicht voraussagen. Das wusste keiner, dass es hier so lokal so zuschlägt. Das sieht man ja auch, in Glase zum Beispiel ist deutlich weniger passiert. Der Schwerpunkt war wirklich hier, ganz lokal. Ja, das waren jetzt zwei Orte, zwei Schadensereignisse, zwei Schadensgebiete, die wir angeschaut haben. Aber wir haben im Stadtgebiet noch viel mehr. Also aktuell sind wir wohl bei 60 Schadensfällen, die wir uns gerade angucken. Die Schäden an der Infrastruktur, an den Straßen, an unseren Bachläufen, an unseren Gebäuden und natürlich auch die vielen Schäden der Einwohner. Aber so ein Ereignis, wie wir es gerade gehört haben, kommt ja zum Glück bloß alle 50 bis 100 Jahre vor.
Wir hatten diesmal Pech, dass wir genau dort dabei gewesen sind. Ich denke, wir haben das ganz gut im Griff, dass wir jetzt alles aufnehmen, dann eine Prioritätenliste machen und abarbeiten, was wir nacheinander auch wieder herstellen können, damit beim nächsten Regenereignis dann auch wieder alles seine Funktion erfüllen kann. Wir sind zurzeit auch mit dem ZAOE im Gespräch, wie wir den Abtransport von all dem, was nass geworden ist und nie wiederverwendbar ist, auch für unsere Bürger organisieren können. Da werden wir in der nächsten Pressemitteilung darüber berichten. Mein Dank gilt wirklich allen, die an dem 18. einfach mit angepackt haben, die eine Schaufel mit in die Hand genommen haben, ihren Nachbarn geholfen haben, selbstverständlich dem THW, der Feuerwehr und allen, die da waren, die nie nur rumgemeckert haben, wie schlimm das ist, sondern gesagt haben, wir gucken hier, dass wir helfen können. Nur so war das möglich, dass wir den Schaden auch begrenzen können, dass wir keine Personenschäden hatten bei diesen starken Regenfällen. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle an alle. Jetzt sind sie da, die aktuellen Angebote im BHG Bauzentrum Reinholzhain. Günstige Preise für Haushof, Garten und Gewerbe. Jetzt bei uns im Angebot starke Bosch Power zum starken Preis. Oder Lack, Lasur, Spachtel und mehr. Oder alles für Ihr Dach, wir beraten Sie gern. Wenn's gut werden muss, BHG Bauzentrum Reinholzhain. Ihr Fachmarkt für Haushof, Garten und Gewerbe. Liebe Vereine, Mitte September startet FRM-TV wieder das Vereinsquiz. Wissen testen, dabei sein, den Verein vorstellen und vielleicht beim Finale 300 Euro für die Vereinskasse klar machen. Meldet euch jetzt an, info@frm-tv.de zum Vereinsquiz 2024 bei FRM-TV. Wo gibt's das schon? 30% auf Wohn- und Schlafraummöbel. Nur jetzt und für kurze Zeit. Auf zum Pirna Möbelhandel, Rottwerndorfer Straße, im Einkaufszentrum Petz. Seid dabei am 7. September von 10 bis 15 Uhr beim Tag der Ausbildung im beruflichen Schulzentrum Friedrich Siemens in Pirna. Mehr als 160 Aussteller aus fast allen Branchen bieten umfassende Informationen zu Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. Ein buntes Rahmenprogramm mit Handwerkermeile, Erlebnishotel und verschiedenen Mitmachangeboten sowie die Möglichkeit, vor Ort Bewerbungsbilder anfertigen zu lassen, bieten den perfekten Rahmen. Tag der Ausbildung, 7. September, 10 bis 15 Uhr. Im beruflichen Schulzentrum Friedrich Siemens in Pirna. Denn du bist jetzt dran. Sie sehen Werbung für die Wahl zum Sächsischen Landtag. FRM-TV ist gesetzlich zur Ausstrahlung verpflichtet. Für den Inhalt sind die Parteien verantwortlich. Hallo, das bin ich, Christian Fischer. Ich bin zurzeit auf ganz vielen Wahlplakaten in unserer Region zu sehen und hier sogar mit unserem Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Heute bin ich hier mal mit Basecap, weil, naja, die Sonne so doll scheint. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich Ihnen heute einmal vorzustellen. Wir haben jetzt erstmal ein bisschen Schatten gesucht. Ich möchte ein bisschen über mich erzählen. Ich bin 52 Jahre alt, verheiratet, habe einen Sohn und eine kleine Pflegetochter und ich möchte, dass meine Kinder gut aufwachsen. Warum bin ich nach Freital gezogen? Weil es hier einfach gut ist zu leben. Es ist eine schöne Gegend und hier kennt man auch noch seine Nachbarn. Aufgewachsen bin ich in Saalfeld in Thüringen, einer kleinen Stadt wie Freital. Nach meinem Abitur bin ich zur Bundeswehr, war dort 13 Jahre als Offizier tätig. Danach wurde ich Journalist. Mein Weg führte mich hierher nach Freital und hier fühle ich mich heute sehr wohl. Im Juni haben die Freitaler mich in den Stadtrat gewählt, jetzt kandidiere ich für den Landtag. Ich möchte mit Michael Kretschmer zusammen eine stabile und vernünftige Politik machen. Dafür brauche ich Ihre Stimme und Ihr Vertrauen. Deshalb bitte am 1. September CDU wählen. Guten Abend, liebe Zuschauer. Politische Vielfalt ist gut, aber wie schon Genosse Ulbricht formulierte, es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand behalten. Der Satz gilt genauso für den Klassenfeind. Durch einen genialen Schachzug gelang unserer Genossin Merkel, die CDU entscheidend zu zersetzen. Diese Partei spielt jetzt die Rolle der SED,
die politische Mitbewerber einbindet und dominiert. Sogar die AfD, die für uns Kommunisten ja auf den ersten Blick unappetitlich wirken, stehen kurz vor der Neutralisation, indem man sie mitregieren ließe. Doch eine Unvorsichtigkeit haben sie sich erlaubt. Man duldet die Existenz von Organisationen, die sich garantiert niemals einbinden lassen werden. Die konterrevolutionären Freien Sachsen. Das könnte sich jetzt rächen. Bekommen die genug Zweitstimmen, sitzen die im Landtag. Dort würden sie nicht nur unsere geplante Integration der AfD in unser sozialistisches System verhindern. Die Zweitstimme für die Freien Sachsen gefährden unser System. Es wäre ein zweites 1989. Genossen, Sie wissen also, was zu tun ist. Auf Wiederschauen. Der Wechsel geht nur mit uns. 1. September, Freie Sachsen wählen. Sie sahen Werbung für die Wahl zum Sächsischen Landtag. FRM-TV ist gesetzlich zur Ausstrahlung verpflichtet. Für den Inhalt sind die Parteien verantwortlich. So, jetzt ist hier Marlene Kartner von der Weißeritztal Erlebnis GmbH. Marlene, der Sommer ist noch nicht vorbei und ich glaube, ein bisschen Freude ist auch da, dass man diese Malter wieder mit diesem Wasserstand genießen kann. Sie hat ja das getan, was sie soll. Sie hat Hochwasser abgehalten. Richtig, das ist es. Also wir hatten ja im Juni erstmal die Ablassung des Wassers gehabt, um natürlich diesen ersten Starkregenfällen dort gleich zu tun, ja, und die Malter sozusagen als Rückhaltebecken da nutzen zu können. Seither hat es nicht ausreichend geregnet, dass wir unseren Regelwasserstand wieder erreicht haben. Jetzt hat sie ihren Dienst getan, dass diese unvorhersehbaren Starkregenfälle, die man so schnell tatsächlich gar nicht mitbekommen hatte, hat sie ihren Dienst getan. Wir haben wieder vollen Wasserstand, wir haben unseren Regelstand sozusagen an den Ufern wieder, können alles wieder anbieten über die Kleinkinderbereiche, die jetzt auch mit ihrer Rutsche wieder ins Wasser gerutscht werden kann. Und wir freuen uns natürlich jetzt, dass es noch eine Woche im August auch die Temperaturen entsprechend sommerlich gemeldet sind, sodass die Gäste hier die Talsperre auch wieder in vollen Zügen genießen können, nochmal richtig den Sommer genießen können, zu uns baden kommen können, bei optimalstem Wasserstand, auch von der Wasserqualität her. Haben wir natürlich Rücksprache auch mit dem Gesundheitsamt gehalten, ob es da irgendwie Bedenken gäbe im Zuge dieser Niederschläge. Ja. Aber auch da gibt es keine Bedenken. Die Talsperre gilt als EU-Gewässer und wird in regelmäßigen Abständen ohnehin vom Gesundheitsamt geprüft. Und wir kriegen entsprechend natürlich auch die Meldung, sollte dort irgendwie was nicht der Norm entsprechen. Und die nächste Regelbeprobung findet jetzt nächste Woche nochmal statt, sodass dort auch nochmal die Gewissheit ist, dass hier alles in Ordnung ist. Ja, also wenn sich die Wetterpropheten nicht ganz schlimm daneben liegen, soll ja wirklich nochmal 25 Grad möglich sein in dieser ganzen Woche fast, auch das Wochenende. Was ist denn jetzt mit den Wassertemperaturen? Wo könnte denn die Malta noch landen? Also aktuell haben wir eine Wassertemperatur von 22 Grad, die noch angenehm zum Baden ist. Ich denke, viel höher wird es auch nicht mehr werden, weil die Nächte momentan schon kälter werden und auch kalt bleiben. Und das schafft einfach die Tagessonne dann nicht mehr, diese Wassermassen dann entsprechend so aufzuheizen, dass wir nochmal an unsere Spitzentemperaturen von 25 Grad rankommen. Aber ich denke, um sich abzukühlen, sind 22 Grad eine angenehme Wärme. Also wer baden möchte noch in der letzten Augustwoche und vielleicht auch darüber hinaus, die Malta ist bereit? Die Malta ist bereit. In diesem Sinne paddeln wir beide jetzt erstmal wieder mit dem Boot ans Ufer. Es wackelt doch ganz schön. Sie sehen Werbung für die Wahl zum Sächsischen Landtag. FRM-TV ist gesetzlich zur Ausstrahlung verpflichtet. Für den Inhalt sind die Parteien verantwortlich. Der Wirtschaftsstandort Sachsen muss ein innovatives Vorbild werden. Wir brauchen Fachkräfte und Auszubildende. Wir setzen uns für weniger Bürokratie und nachhaltige Standortpolitik ein. Eine starke Wirtschaft ist die Basis für ein starkes und innovatives Sachsen. Am 1. September mit beiden Stimmen AfD wählen, damit Sachsen Heimat bleibt. Mein Name ist Lars Wertmann. Ich kandidiere am 1. September als Direktkandidat für die CDU für den Wahlkreis 49. Und jetzt kann ich Sie einladen, dank meiner Drohne unsere schöne Heimat von oben zu betrachten. Manchmal hilft ein Perspektivwechsel, um zu begreifen, in welch wunderschönen Land wir leben dürfen. Neben einer starken Wirtschaft sind wir auch ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen aus nah und fern. Natürlich gibt es auch Probleme, aber ich bin mir sicher, dass wir diese gemeinsam mit den vielen fleißigen und klugen Menschen lösen werden.
Und wenn Sie mitbestimmen wollen, nutzen Sie Ihre Chance. Gehen Sie wählen am 1.9. Überfliegen allein reicht nicht. Wir brauchen Macher mit beiden Beinen fest auf dem Boden, die unser schönes Sachsen weiterentwickeln. Schenken Sie mir Ihr Vertrauen. Wählen Sie am 1. September Lars Wertmann und die CDU. Sie sahen Werbung für die Wahl zum Sächsischen Landtag. FRM-TV ist gesetzlich zur Ausstrahlung verpflichtet. Für den Inhalt sind die Parteien verantwortlich. Am Montag, dem 19. August, waren die Rettungskräfte der Stadt Dippoldiswalde beim Aufräumen. Manche sind auch gerade erst ganz völlig fertig ins Bett gesunken und zum Schlafen gekommen, als gegen Mittag schon wieder die Sirenen heulten. Während man in Dippoldiswalde am 19. August noch mit Hochdruck versucht, die Unwetterschäden vom Sonntag in den Griff zu bekommen, heulten gegen 12 Uhr schon wieder die Sirenen. Was war geschehen? Direkt auf dem Bahnübergang am Dipser Bahnhof kollidierte ein Zug der Weißeritztalbahn mit einem LKW, wie das private Video zeigt. Ein furchtbarer Anblick, zum Glück gab es keine schwer verletzten Personen bei diesem Crash. Die Lok ist entgleist, der LKW beschädigt das Trafohaus der Bahn und noch eine Straßenlampe. Der Straßenabschnitt wurde voll gesperrt. Sehr zeitig war auch die Dippoldiswalder Oberbürgermeisterin Kerstin Körner vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu verschaffen. Also die gute Nachricht, es gibt keine großen Personenschäden. Sicherlich sind alle mit dem Schock und vielleicht auch mit der einen oder anderen kleinen Verletzung dabei, aber nichts Schlimmeres. Letztendlich ist hier ein rotes Ampelsignal übersehen worden durch den LKW-Fahrer und dazu kam es zum Unfall. Die Ermittlungen der Polizei laufen weiter und die Aufräumungsarbeiten beginnen schnell. Hier zeigt sich, dass mit der Technik der Dipser Firma LKW Service Pötsch schnell professionelle Hilfe vor Ort sein kann. Sie waren relativ zeitig hier vor Ort. Ja. Was hat sich Ihnen da geboten und wie haben Sie gedacht, können wir das lösen? Also geboten hat sich Folgendes. Der LKW hat vermutlich die Vorfahrt des Zuges nicht beachtet. Und somit war auf dem Bahngleis und der Zug hat den Auflieger, der am LKW war, gerammt und zur Seite geschoben. Dabei hat er die ganze Anlage, die Verkehrsregelanlage, umgekippt, ist draufgeschoben worden auf die elektrische Anlage, auch die hier war. Also war der erste Schritt, das Problem zu lösen, wer schaltet das alles stromlos, damit wir die Bergung machen können. Ja, und dann war es stromlos geschalten, also die Kabel wurden gekappt und dann haben wir den Auflieger die Achse befreit erstmal, eine Achse ist rausgerissen, es waren auf allen Achsen war die Luft, also die Reifen platt. Und dann haben wir den praktisch am LKW und am Auflieger parallel gezogen, sodass er praktisch von der Bahn weggezogen wurde und dann auf die Straße kam. Und jetzt machen wir die Abschlussarbeiten, alle Räder wechseln, Achse festmachen und so weiter. Ihren Job, dazu gehört es ja, viele Unfälle zu sehen und auch dann zu beräumen. Ja. Was war das für ein Unfall von der Intensität her? Also für uns jetzt machbar, aber jetzt steht ja noch die Lok neben dem Gleisbett und ich schätze, das ist nochmal eine Herausforderung. Man wird versuchen, mit zwei Kränen die Lok wieder ins Gleisbett zu heben. Dann soll sie in den Bahnhof und später auf den Tieflader verladen werden. Das hätten wir auch gern gemacht, aber dort hat die Bahn für sich selbst reagiert und ja, das wird dann morgen gemacht. Okay. Auch Mirko Froß, der Eisenbahnbetriebsleiter der SDG, war in Dippoldiswalde vor Ort, um die weiteren Schritte zu planen. Wir haben Montag, den 19.08. 17 Uhr. Wir sind hier am Bahnübergang der Weißeritztalbahn in Dippoldiswalde, Bahnhofstraße. Hier hat es heute einen Unfall gegeben mit einem LKW. Die Lok ist entgleist. Wir bereiten derzeit die Lokomotive fürs Eingleisen vor. Das wird allerdings erst morgen mit Kran stattfinden. Ja, und wir werden dann sehen, dass wir morgen im Laufe des Tages hier die Befahrbarkeit wiederherstellen können. Wann die Züge wieder fahren, ist momentan nicht absehbar. Wir gehen so davon aus, wahrscheinlich Mittwoch, wenn wir viel Glück haben und alles gut funktioniert, dann vielleicht morgen Nachmittag. Aber ja, viel eher wird es nicht. Der Schaden an der Lok, ist der reparabel? Also der Schaden an der Lok ist grundsätzlich reparabel. Die geht als nächstes hier morgen dann auch in die Hauptwerkstatt nach Oberwiesenthal. Dort müsste dann, ich sag mal, Fahrwerk demontiert werden. Wir haben einige Schäden dran, aber ja, wir kriegen das alles wieder ganz. Wir haben ja noch mehr Schäden hier an den Weichen und im Prinzip an der Bahnübergangssicherungsanlage. Das werden wir dann auch sehen, können wir erst befunden, wenn die Lok so genau weg ist. Ja, aber der Betrieb kann auf jeden Fall dann so ab ca. Mittwoch weitergehen. Liebe
Liebe Zuschauer, in Ruppendorf wurde groß gefeiert. 675 Jahre Ruppendorf, 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr und 75 Jahre die SG Ruppendorf. Es waren 10 Festivaltage, kann man schon fast sagen. Und Cheforganisator Lars Bobe sitzt jetzt nochmal neben mir. Wir wollen die ganze Sache nochmal kurz Revue passieren lassen. Was war denn das für ein Fest? Also kann man das nochmal kurz zusammenfassen? Ja, kurz zusammengefasst, ein riesengroßes Fest für uns hier als Ort Ruppendorf. Mega, wir sind wahnsinnig überwältigt von der Resonanz, von den vielen Besucherzahlen, die unserer Einladung gefolgt sind. Und ich glaube, dass das schönste Dank war auch diese viele große positive Resonanz weit über Ruppendorf hinaus. Jetzt hat es ja bestimmt auch dem ganzen Vereinsleben im Ort einen großen Aufschub gegeben. Das Vereinsleben ist ja schon immer sehr gut bei uns, aber auch der Gemeinschaft gesamt im Ort, die so schon gut ist, hat es wirklich nochmal einen Aufschub gegeben. Es waren, egal in welcher Situation, wahnsinnig viele Helfer, freiwillige Hände, gefragt, ungefragt hier vor Ort und haben mit angepackt. Ich denke, das hat der Gemeinschaft nochmal richtig gut getan. Also 10 Tage, da gibt es diesen Flyer, der ist prall gefüllt mit Veranstaltungen. Für jeden ist was dabei gewesen. Kann man so für dich jetzt nochmal vielleicht nochmal so das Highlight rauspicken? Schwierig, da ein spezielles Highlight rauszupicken. Für mich persönlich natürlich die musikalischen Highlights, aber es war, denke ich mal, und das haben mir viele gesagt, und immer an anderen Stellen hat jeder gesagt, das war mein persönliches Highlight heute. Und der Nächste hat es halt am nächsten Tag gesagt. Es war wirklich für alle was dabei, sei es die musikalischen Konzerte auf der Livebühne oder die Partyband und der Peter Flache im Festzelt, aber auch die Kirche zu den Konzert der Herztöne und zur Serenade. Beides mal vollkommen bis auf den letzten Platz ausgefüllt. Also besser kann man es eigentlich nie erwarten. Nicht zu vergessen natürlich die 1000 Leute beim Schulfest, das war gigantisch. Und ihr habt ja alle Veranstaltungen, fast alle Veranstaltungen, bei sommerlichen Supertemperaturen durchführen können. Auch die Lesung von Sabine Ebert an der Pfarrei. Also habt ihr da irgendwo Beziehung gehabt nach oben? Na, es gab jemanden, der hat das rechtzeitig gebucht. Hat er zumindest immer zu mir gesagt, ich sollte mir keine Gedanken machen. Er hätte das gebucht und das würde klappen. Hat ja auch... Bis auf den letzten Tag, wo uns die Wetterkapriolen leider einen kleinen Streich gespielt haben, tat mir sehr leid, vor allen Dingen für die jüngsten Gäste. Das war der Tag für das Kinderfest. Aber allen Kindern gesagt, die jetzt sehr enttäuscht waren dort, wir werden das nächstes Jahr so diesen Tag nachholen. So, in 25 Jahren gibt es 700 Jahre Ruppendorf. Sind die Organisatoren schon, sitzen die schon? Nein, natürlich noch nicht. Man muss das Ganze erstmal sacken lassen. Vor allen Dingen auch dieses viele Positive sacken lassen. Und dann muss man mal schauen, was kann man verlieren auch noch daraus ziehen, was hätte man anders machen können. Wobei, wie gesagt, es gab von außen her zumindest keine Kritikpunkte. Vielleicht noch eine Zahl der Besucher. Habt ihr eine ganz grobe Schätzung, wie viel sich diese 10 Tage hier getummelt haben? Also das kann man natürlich nur überschlägig machen, weil man ja ungefähr das abschätzen kann, an wie viele Leute waren im Zelt, beziehungsweise wie viele Leute waren zugange. Wir schätzen, dass so zwischen 7.500 und 8.000 Gäste über die ganze 10 Tage bei uns zu Besuch waren, sei es auf dem Festplatz, auf dem Festzelt, im Festzelt oder einfach auf dem Gelände. Und wie wird das Ganze dann intern beendet? Gibt es noch eine große Feier für euch? Ja, wir werden auf alle Fälle eine kleine oder große Dankesfeier für alle Helfer veranstalten, weil ich glaube, da kann man nicht genug Dank sagen, was hier geleistet wurde. Dann wollen wir nochmal ganz schnell die Puppen ansprechen, die im Ort waren. Das waren ja, habt ihr mal gezählt, wie viele das waren? Ich denke, es gibt jemanden, der es gezählt hat. Die Zahl ist leider noch nie bis zu mir vorgedrungen. Und ich selbst war noch nicht jede einzelne zählen. Also unglaublich, mit welcher Kreativität die Ruppendorfer da zu Werke gegangen sind. Also mein Schlusswort ist, es war toll, das, was ich jedenfalls erlebt und gesehen habe. Und vielen Dank für diese fleißigen Helfer. Super gemacht. Und wir warten auf das nächste Event in Ruppendorf. Ja, wir bedanken uns bei allen nochmal, die bei uns zu Gast waren und die mit uns gemeinsam das zu einem tollen Fest gemacht haben.